Hallo Freunde! Heute bauen Dandy und ich einen Spider-Man. So, und wer wird den besseren Spider-Man bauen? Dandy, was sagst du? Ich natürlich. Ich bin, seitdem ich klein bin, der größte Spider-Man-Fan über. Ich kenne Spider-Man auswendig. Ich bin der größte Spider-Man-Fan. Ich kenne ihn auch in- und auswendig. Du hast keine Ahnung, verzieh dich, Alter. Geh auf deine Seite, ich baue einen krasseren Spider-Man. Ja, ja. Und freut mich mega, dass ihr heute eingeschaltet habt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um auch keine Videos mehr zu verpassen. Schreibt ein liebes Kommentar und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und jetzt werde ich Dandy zeigen, wer der bessere Spider-Man-Bauer ist. Ach, Mann. Du tust mir jetzt schon leid, Bufflö. Ja, okay. Du hast gar keine Ahnung. So, welche Farben brauchen wir denn? Drauf hast. Einmal rot brauchen wir. Brauchen blau. Mhm. Rot, blau, schwarz. Und weiß. Guck mal, das weiß ich sogar aus dem Kopf, Bufflö, weil ich einfach ein krasser Spider-Man-Fan bin. Das ist halt einfach das Ding. Und bla, du halt bla, nicht. Bla. So, wie bauen wir den am besten? Oh, du hast ja gar keine Ahnung. Siehst du, ich bin schon fertig. Als ob du schon fertig bist. Nein, bin ich nicht, aber es wird langsam. Es wird. So. Oh, das ist echt so. ein bisschen... Oh, ich dachte, es wäre ein bisschen einfacher. Aber ich werde schon herausfinden, wie ich das schaffe. So. Das ist dein Bein. Ja, du bist erst beim Bein? Du Armer. Du wirst gleich sehen, wie gut meiner aussieht. Okay. Das müssen wir gleich hier nochmal machen, Leute. So. Okay, es ist gar nicht so einfach. Ja, habe ich dir auch gesagt, dass es nicht so einfach ist. Ja, aber ich krieg's trotzdem hin. Das ist der Unterschied. Es ist nicht einfach, aber ich krieg's hin. Ich lass doch nicht Spider-Man im Stich. So. Lass ihn auch nicht im Stich. Ich baue ihn gerade. Ja. Würde ich das auch sagen, Buff. Aber meiner sieht krasser aus, da. Quatsch, deiner wird nicht krass aussehen. Der sieht schon cool aus bei mir. So. Okay. So, wir werden mehrere Runden machen, Leute. Das ist der erste Spider-Man. In der zweiten Runde werde ich euch was zeigen. Also, werde ich ein bisschen schummeln. Was? Ja, wirst du gleich sehen. Laut. Okay. Okidoki, Leute. Wirst gleich sehen, was ich dann vorhabe in der zweiten Runde. Ich brauche aber noch ein bisschen. So schnell bin ich nicht. Ich bin auch noch nicht fertig. Ich bin gerade beim Körper. Ich bin auch gerade bei den Körper, mach gerade die Arme. Tatsächlich. Stimmt, ich habe gar keinen Platz für die Arme gelassen, aber egal. Es passt schon so. Okay. Dann haben wir das. Muss man mach gerade. Ich will jetzt keinen Druck machen, ne? Aber ich mach gerade den Kopf. Du machst jetzt schon. Oh, okay, dann Leute, wir müssen uns ranhalten. Ja, ich mach gerade den Kopf. Ist aber trotzdem nicht einfach, tatsächlich. So. Wir haben den Körper, glaube ich, fertig. So, hier oben eine komplette Schicht. Jetzt kommt der Kopf. Der Kopf ist nicht einfach, Leute. Der Kopf ist echt nicht einfach, aber... Du kriegst das schon hin, Bufflo, ne? Bist ja, sagst immer, du bist ein krasser Bauer und so. Deswegen, Ich bin auch Bufflo, ich kann richtig krass bauen. Ja, aber was die Leute noch nicht wissen, ist, dass ich den Baum beigebracht habe. Bist du dir das ganz sicher, Dandy? Ja. Ich habe den Baum beigebracht, das weißt du auch. Versuch's nicht zu leugnen. So. Werden wir gleich sehen, wer den besseren Spider-Man hat. Spider-Man sieht komisch aus. Irgendwie sieht er komisch aus. Meiner sieht auch nicht ganz perfekt aus, aber ich werde jetzt erstmal hier die Augen machen. Ja, ich mache jetzt auch mal kurz die Augen. Also ich fände kurz die Augen. Die sehen nämlich so richtig komisch aus, was ich da gemacht habe. So. Mach die lieber eine Stufe drunter, weil das sieht irgendwie weird aus, wenn ich da hoch mache. Ich hab die relativ gut hinbekommen. Oder Leute, was sagt ihr? Das sieht relativ gut aus, oder Leute? Maybe not. So. Ich weiß gar nicht so ganz. Ja, das erkennt man, dass es Spider-Mans Augen sind. Jetzt muss ich nur noch die Hände machen. Wie sehen die denn aus? Ja, auch so ein bisschen rot. So. Ich habe sogar das Gefühl, no joke, unsere zwei Spider-Mans werden gleich aussehen. Bist du dir sicher? Ich meine, es ist Spider-Man. Was willst du da anders machen, ne?
Stimmt. Vielleicht baust du einen anderen Spider-Man. Es gibt so viele Spider-Man. Also ja, aber ich sag jetzt schon, ich habe den Standard-Spider-Man gebaut. Wer sagt denn, dass ich den Standard baue? Ich baue Standard. Ich weiß nicht, ob meiner Standard ist. Meiner ist rot und blau. Spaß. Keine Ahnung, ob das Standard ist. Oh, Mann. Hier ist eine weiße Reihe Schicht. Dann wieder ein bisschen rot. Das ist, glaube ich, sein... Ich bin jetzt, mache ich den zweiten Arm noch. Dann bin ich fertig. Okay, ich warte. Warte, du bist schon fertig? Ja, ich bin fertig. Okay, okay, dann beeile ich mich jetzt noch. Alles gut, alles gut. Lass dir Zeit, Buff. Lass dir Zeit. So, wie habe ich das blau gemacht? Das muss ja gleich aussehen, nicht, dass es dann komisch aussieht. Genau. Und hier dann rot. So. Dann geht's hier hoch, Leute. Perfekt. Dann hier eine Reihe weiß. Und eine Reihe rot. Und fertig, Leute. Was sagt ihr zu meinem Spider-Man? Der sieht doch richtig gut aus, oder? Oh, ich hab noch was vergessen. Ich habe außerdem was bei dir gesehen, was ich nicht sehen wollte. Oha, das zählt nur. Hör auf! Zeit ist um, Buff. Zeit ist um. Er ist doch auch. Ah, Buff, lö, mo, lö. Okay, ich bin fertig. Buff, lö. Okay. Also, warte, ich muss die Wand noch wegmachen, warte. So. Hier, ich markiere die Wand mal ganz kurz, dass ich die wegmachen kann. Und. Zack. Und ich komme zu dir, Dandy. Ich mache die Wand jetzt weg. Okay. Seid ihr ready? Bum, bum, bum. Meiner ist schon mal größer. Das ist auf jeden Fall, das heißt, meiner ist stärker. Guck mal. Guck mal. Deiner ist flach wie eine Flunder. Und guck dir mein an. Okay, okay, das ist. Okay, okay. Ich akzeptiere, dass deiner breiter ist. Das ist auch mehr Arbeit gewesen. Und was sind das hier für Augen? Die sind ja viereckig. Spider-Mans Augen sehen so aus hier. Die Dreiecke von vorne. Doch, ja, Leute. Ja, okay, okay, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Schreibt es mal in die Kommentare, welchen ihr besser fandet. Den von Dandy oder meinen? Also, beide sind beide gut, gesehen. Aber dein ist noch ein Ticken. Wobei, das macht keinen Sinn hier. Guck mal, was ist das? Das hat er nicht. Doch, der hat so einen Armreifen da oben. Nein, hat er nicht, Alter. Welchen Spider-Man kennst du, Alter? Bei meinen hat er einen. Es gibt ja verschiedene. Okay. Guck mal, meiner hat ja hier so ein Muster und deiner hat hier so komplett blau hier. So deswegen. Der ja, okay, okay, Anzug okay, okay. Okay. Ich mach mal die Wand wieder hin. So. Dann beginnen wir mal mit der zweiten Runde, würde ich sagen, oder Leute? Aber jetzt... Warum ist wieder Spider-Man oder wie? Du kannst irgendwas aus deinem Spider-Man-Universum bauen. Irgendwas. Du musst nicht okay. Spider-Man, du kannst Spider-Man. Aber Leute, wir lassen den einfach mal da stehen. Wir machen noch... Jetzt Leute, ich habe was vorbereitet. So. Er wird überrascht sein. Pupp. Guck, Leute. Oh. Wie gut ich bin, Leute. Der sieht richtig gut aus. Und ich habe noch aus was anderes. Aus dem Spider-Man-Universum, sagst du? Kennt ihr Gwen aus dem Spider-Man-Universum? Die weiße Spider-Frau? Ja? Soll ich die mal bauen, Leute? Kannst so. Du eh nicht. Doch, ich kann die bauen. Und? Warte, ich muss hier ein bisschen zur Seite gehen, Leute. Geh mal hier hin. Und? Hupp. Jetzt müssen wir kurz warten, weil, ach, Leute, guck mal, wie schnell ich bauen kann. Ich habe das gebaut. Guck mal, wie perfekt das aussieht. Perfekt? Was machst du? Ich mache hier gar nichts. Jetzt warte doch mal ganz kurz. 1-2 Sekunden musst du warten. Hier fährt gerade ein Zug vorbei. Du musst warten. Ein Zug. Ja, ein Zug, Leute. Was ist das? Und? Oh mein Gott. Upsi, ich bin fertig mit meinem Bauen. Und du? Warte, ich brauche noch ein bisschen. Ich zeig euch die mal. So. Guck mal, Leute, das ist Gwen. Gwen, die kennt ihr doch, die weiße Spider-Frau, oder? Ja, ihr guckt doch, wenn ihr die Serie geguckt habt, kennt ihr die. So. Okay. Fliege mal hoch. Da. So sieht die aus. Dann gehe ich mal wieder runter. Bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Ich bin auch fertig. Warte, ich markiere die Mauer. Nicht schummeln, Dandy. Und
Und. Jetzt ist es markiert. Ich komme wieder nach vorne. Und die Mauer fällt in 1, 3, 2, 1 und weg. Das ist ein Spider-Man hier? Ja. Sieht besser aus? Also das ist niemals so schnell gebaut. Klar, das hast du auch niemals so schnell gebaut. Meiner sieht krasser aus. Der hat Venom in weiß gebaut. Viel krasser. Dandy hat Venom weiß gebaut. Guck mal, wie krass der aussieht. Aber guck mal hinter dir, Dandy. Guck mal hinter dir. Was? Ja, flieg mal nach oben. Das hast du niemals gebaut, Alter. Sogar wenn du 10 Jahre Zeit hättest, würdest du das nicht mal hinkriegen. Bist du dir sicher? Natürlich habe ich das gebaut, Leute. Alter, oder Leute, schreibt es mal in die Kommentare. Guck mal, ich bin gerade auf Höhe 130. Willst du mich eigentlich komplett hops nehmen? Das ist Gwen. Ja, ich weiß schon, wer das ist, aber das hast du niemals gebaut. Doch, die habe ich gebaut. Lüge! Lügner! Doch, schreib das mal in die Kommentare und überzeugt den, dass ich das gebaut habe. Höhe 210, Alter. Du hast niemals 200 hoch das gebaut. Oh Gott, Alter. Ich kann nicht mal den Boden sehen. So. Sag jetzt die Wahrheit. Was ist das? Ja, das ist Gwen. Allein für den Schuh würdest du eine Woche brauchen. Hallo, du kennst mich. Du weißt, wie gut ich baue. Und nebenbei habe ich dann noch hier dieses Pixel-Art gebaut hier. Ach, sei ruhig. Ich disconnecte gleich vom Server. Jetzt hör auf zu lügnen. Lügen. Aber ich muss sagen, dein Venom sieht auch richtig gut aus. Hast du richtig gut gebaut. Oh ja, den habe ich mega krass gebaut. Und Leute, wenn ihr mehr von so einem Baubattle sehen wollt, abonniert den Kanal, schreibt ein liebes Kommentar, gebt dem Video einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.